Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das Thema heute ist Formfindung und Berechnung von Membrankonstruktionen in RFEM 6. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich bin bei Dlugbal Software verantwortlich für Marketing und Public Relations, wer mich noch nicht kennen sollte. Zum Beispiel bin ich verantwortlich für die deutschen und englischen Webinare, die Dlugbal Website, dann Presseberichte und so weiter. Ich werde das Webinar heute moderieren und gemeinsam mit dem Stefan Fragen beantworten. Aber die beiden Kollegen können sich selbst noch vorstellen. Andreas, du wärst an der Reihe. Jetzt. Hallo, ich bin der Andreas Niemeyer. Ich bin bei Dlugbal verantwortlich für die Entwicklung. Ich nehme praktisch Ihre Wünsche auf und transportiere die weiter zu den Entwicklern und wir versuchen da richtige Lösungen dazu zu finden. Und gleichzeitig kümmere ich mich hauptsächlich um die Programme Formfindung und Erwind. So, guten Tag auch von mir. Mein Name ist Stefan Hoffmann und ich bin im Kundensupport tätig und beschäftige mich derzeit noch im Schwerpunkt mit den Dynamic-Add-ons, aber auch als Mitbetreuer für Formfindung und auch Erwind und werde heute mit dem Andreas Hörold den Chat betreuen. Okay, danke für eure Vorstellung. Dann können wir die Webcams wieder ausmachen, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den ganzen Bildschirm sehen können. Fragen können Sie über das Bedienpanel auf der rechten Seite Ihres Bildschirms stellen. Also hier einfach kurz eine Frage eingeben. Wir versuchen die dann während des Webinars zu beantworten. Sollten zu viele Fragen reinkommen und wir schaffen das nicht, dann erhalten Sie spätestens im Anschluss an das Webinar eine Antwort. Die andere Möglichkeit ist, das ganze Webinar in einem Zuge zu verfolgen und dann uns eine E-Mail zu schreiben an info@dlugbal.com. Zum Inhalt, der Andreas möchte ja das gerne vorstellen und noch ein paar Kommentare dazu geben. Deshalb würde ich jetzt schon den Bildschirm an ihn übergeben. Du kannst loslegen, Andreas. Okay, danke, Andreas. Dann übernehme ich. Ich habe extra eine Folie vorbereitet für das heutige Webinar. Habe auch ein paar Bilder drauf gemacht, das was uns eigentlich den Fahrplan für heute auch erklärt. Grundsätzlich möchte ich heute mit Ihnen so vier Hauptpunkte durchgehen und Ihnen zeigen, wie man sowas in der neuen Generation umsetzt. Der Hauptfokus steht natürlich auf der Formfindung, auf dem Membranbau. Und wir haben da natürlich ganz viel Erfahrungen sammeln dürfen in den letzten Jahren, auf Basis der RFM5-Entwicklung, und all diese Wünsche haben im CRO eigentlich aufgenommen und mit der neuen Generation eigentlich umgesetzt. Und deswegen haben wir das Webinar, dass ich Ihnen das heute zeigen kann, und da gehen wir heute Schritt für Schritt durch und schauen wir uns an, wie man ein Seiltragwerk macht. Also ich habe hier ein einfaches aufgespanntes Seil zwischen zwei Punkten. Da gehen wir das einfach mal durch. Dann schauen wir uns das auch an, wie man das beim flächigen Tragwerk macht. Und dann setzen wir dieses Gelernte auch für, ich sage mal, ein komplexeres Beispiel um. Das kann man jetzt hier schon an den rechten unteren Skizzen sehen, dass wir uns da so mit so einem Winkelsegment aus dem Stadion beschäftigen werden. Und dann später nehmen wir dieses Segment, wenn wir es dann bemessen und dokumentiert haben, und schauen wir uns auch noch an, wie man für sowas Windlast ermitteln kann. Das Ganze in einer Stunde, also das wird ein straffes Programm, deshalb müssen wir uns auch hier ranmachen und springen jetzt praktisch direkt in das Programm. So, gut. Dann, wie angekündigt, schauen wir uns an, wie man so eine Formfindung von einem einfachen Seil machen kann. Nehmen wir uns hier einfach einen Modellnamen, zum Beispiel S1, und definieren wir uns bei den Add-ons einfach die zu erledigenden Aufgaben. In diesem Fall wäre es die Formfindung, also ich nehme mir hier das Add-on mit rein und gehe direkt ins Hauptprogramm rein. So, wenn es um ein Seil geht, braucht man natürlich irgendwo auch eins, so eins modellieren wir natürlich jetzt schnell. Heißt, ich nehme einen neuen Stab, gehe hier auf den Stabtyp Seil,
nehmen hier den Querschnitt und den suchen wir uns natürlich aus der Bibliothek. Da kann man jetzt natürlich einen Solid-Querschnitt nehmen oder einen aus der Herstellerdatenbank, zum Beispiel so ein PE10-Seil, wo man dann entsprechend hier auch das passende Material, PE-Material, zuordnen kann. So, dann setzen wir das jetzt hier ins Modell ab. Ich habe mir jetzt für mein Beispiel ein 10 Meter langes Seil gewählt, einfach damit ich hier auch ein bisschen eine Reaktion sehe von der Durchbiegung. Deshalb 10 Meter lang und damit uns dieses, ich sag mal, Element nicht durch den Raum saust, müssen wir das natürlich lagern. So, das wäre jetzt natürlich das Modell für die nächsten paar Minuten. Und wenn man jetzt praktisch da rechnen möchte, wird man schon erkennen, dass das neue Programm eigentlich für Sie immer mitdenkt. Sprich, es geht davon aus, dass Bauingenieure damit arbeiten und dass man eigentlich hier immer als Lastfall schon einen Lastfall angelegt hat, ein Lastfall-Eigengewicht, der sozusagen fast immer benötigt wird. Ich gebe dem Kind einfach nur noch einen Namen. Wir haben jetzt einen Lastfall G, Eigengewicht, und den kann man natürlich auch rechnen. Sprich, wenn man einfach mal das ganze Ding losrechnen lassen, dann ermittelt uns das Programm auch eine Verschiebung. Man kann das jetzt hier sehen, wir haben hier 66 mm rund Durchhang. Das entspricht auch hier einer Kraft von 1,25 kN. Den Durchhang, da kann man jetzt eigentlich schon sehen, den kann man skalieren, klar. Aber generell sollte man das, wenn man mit diesen Tragwerken hantiert, schon auf den Faktor 1,1 skalieren. Ich mache das mal und dabei wird eigentlich 1 deutlich, wenn man näher hinschaut. Und das ist so die erste Änderung eigentlich, dass das Programm diese Topologie, dieses Seil eigentlich nicht auf dieser hellblauen Linie zeichnet, sondern schon direkt diesen Durchhang mit einzeichnet. Ja. Das ist so eine Eigenart von dem neuen Programm, die immer scharf geschaltet ist, was uns helfen soll, dass wir immer sehen, wo die Elemente liegen. Sprich, wenn wir in den Navigator hier reingehen, unter Modell kann man Topologie anzeigen wählen, zeigt uns bitte die ursprüngliche Form, dann zeigt das da an, wo wir es eingegeben haben, oder wenn wir es berechnet haben, auf die verformte Form. Das gleiche kann man auch nochmal hier oben regeln. Ja, mehr dazu kann man später auch noch bringen. Wichtig ist, dass Sie eigentlich immer davon ausgehen, das Programm zeichnet mir diese Querschnitte und Stäbe und Flächen immer auf das verformte Modell. So die erste Eigenart, die beim R56 auf uns zukommt. Gut, dann können wir eigentlich schon weitergehen. Dann kann man natürlich die Sinnfrage stellen. Gut, jetzt haben wir das 10 Meter lange Seil gerechnet mit der Eingangsgeometrie 10 Meter. Ergibt 66 mm Verschiebung. Aber ich möchte ja eigentlich eine gewisse Wunschformfindung haben. Zum Beispiel mit einem Durchhang von 20 cm. Ja, wie kann ich sowas jetzt dem Modell beibringen? Und früher haben wir hier oben immer so einen Prozess Formfindung gehabt, den gibt es jetzt nicht mehr. Stattdessen, wenn ich jetzt mit Formfindung hantieren will, muss ich in die Lastfallliste und muss mir einen, ich sag mal, Vorspannungslastfall anlegen. Ich nehme den mal, nenne den P, gebe dem die Kategorie Vorspannung. Mit dieser Umstellung auf dieses gelbe Fleckchen haben wir sozusagen jetzt die Formfindung aktiviert. Das ist so dieser erste Einknopf, den Sie treffen. Und jetzt muss man natürlich auch noch sagen, welche Form sucht man denn? Und das kann man, ich sag mal, früher haben wir das immer gemacht bei den Elementen, bei der Membran und beim Seil über irgendwelche Sondereinstellungen. Das war immer ein bisschen irreführend, weil man das nicht direkt gefunden hat. Jetzt ist, wenn es um Formfindung geht, alles bei den Lastkatalog, bei Stablasten oder bei Flächenlasten. Wir haben jetzt einen Stab, entsprechend müssen wir hier bei der Lastart Formfindung reingehen und haben dann hier die Optionen geometrisch oder Kraft, können hier zum Beispiel einen Durchhang angeben, prozentual oder absolut, zum Beispiel die 20 cm. Und wenn wir die jetzt da draufsetzen, schaut das auch aus wie eine Stablast und man könnte, ich sage mal ganz intuitiv jetzt sagen, klar, das rechnen wir jetzt.
Ich mache das auch, damit man ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Ergebnis wird null sein, weil das Programm natürlich jetzt gar nicht weiß, soll der Durchhang nach unten, nach oben, nach hinten, nach vorne. Der braucht ja irgendwo eine Eingangslast, damit man einfach sagen kann, für diese Last suchen wir die Form. Natürlich bietet sich da jetzt eine an. Ich sag mal, wir haben ja schon einen Lastfall drin. Das wäre jetzt dieser G-Lastfall. Und wenn man jetzt für diese, ich sag mal, Eigengewichtssituation eine Form suchen möchte, dann kann man jetzt, das ist so diese neue Technik, in den Lastkombinationen reingehen und kann sagen, diese Automatik schalten wir jetzt mal aus. Ja, die löschen wir. Kann man in den Lastkombinationen sagen, klar, wir machen jetzt eine Lastkombination, wo wir das Eigengewicht und die Vorspannung mit reinnehmen. Damit weiß das Programm, klar, ich habe den einen, ich sage mal, gelben Partner damit drin, die Formfindung ist aktiviert. Lassen wir das einfach mal berechnen. Und siehe da, wir kriegen plötzlich eine Auslenkung. Man kann hier auch sehen, 213 mm. Jetzt fragt man sich, klar, warum nicht die 200 mm, die oben eingegeben sind. Das hat natürlich mit Genauigkeitsgründen zu tun, wie wir das justiert haben, für welche Modellgrößen. Wenn man dann natürlich an die Grenze rangehen will, kommen wir schon direkt zur nächsten Neuigkeit. Sprich, wenn man jetzt praktisch hier in diese Lastfallkombination reingehen, die was wir gerade geschaffen haben, weiß man eigentlich in RFM6 immer, jeder Lastfall oder Lastfallkombination hat eine Statikanalyse-Einstellung. Und wenn wir da mal reingehen, kann man sehen, die Statikanalyse hat natürlich hier eine Formfindungsoption und da kann man, da sieht man, das Ganze wurde entschlackt, es gibt weniger Optionen und man kann die Vorspannungsladungen zum Beispiel auf 50 erhöhen, was damit bedeutet, wenn man das nochmal neu rechnet, dass man dann auch praktisch die 20 cm bekommen. Die haben wir auch. So. Und klar, Modell wird ausgelenkt, wie wir schon erkannt haben. Und dazu gibt es jetzt natürlich eine zugehörige Kraft von ja, rund 0,4 kN. Das ist, ich sag mal, die pure Formfindung in RFM6. Wenn man das jetzt so sieht, muss einem eigentlich eins bekannt klar werden. Wenn wir da nochmal reingehen, heißt das jetzt, dass wir Formen über Lastkombinationen erstellen. Und damit haben wir nicht nur eine Form, sondern wir können mit unendlich verschiedenen Formen hantieren. Das gibt uns, ich sag mal, als Berechner wesentlich mehr Optionen. Damit das ein bisschen klarer wird, taufe ich das Ding einfach mal um. Das ist jetzt die FF1, Formfindung 1, bestehend aus P plus G. Möchte man jetzt eine andere Form haben, ich sag mal, provoziere das Ganze ein bisschen. Ich erzeuge jetzt zum Beispiel eine Punktlast, nenne den Lastfall Punkt und gebe hier zum Beispiel an Kategorie ständig Nutzlast und definiere in der Mitte des Seiles punktuell eine Punktlast 10 kN in der Mitte und setze die da drauf und sage, ich möchte exakt für diese Belastung, von mir aus, weil da ein schwerer Stahlknoten ist oder sowas, eine Form haben. Dann kann ich das natürlich jederzeit in der Lastkombination deklarieren. Kann jetzt sagen, mache eine neue Lastkombination und da ordnen wir zu Punkt und P. Damit das ein bisschen klar wird, machen wir hier FF2. Ist gleich P plus Punkt. Also wir haben jetzt zwei verschiedene Formen. Lassen wir die mal rechnen noch. Durch einfaches Zusammenbauen von verschiedenen Lastfällen. Ja, sehe da, wenn wir das wieder von der Seite anschauen, bekommen wir diesen typischen dreieckigen Verlauf, wo jetzt praktisch wir wieder eine Verschiebung von 20 cm haben und eine entsprechende Last von 125 kN.
das wollte ich, ich will damit darstellen, Sie haben wirklich jetzt die Möglichkeit, über die Last-Kombis verschiedene Formen zu generieren, was uns dann natürlich ein Riesenspektrum neu gibt. Ich sage mal, in der alten Version war immer nur eine Form möglich. Da kann man natürlich jetzt weitergehen, was man da noch anstellen kann. Jetzt kommt natürlich so eine Situation, was wir früher immer hatten. Was passiert, wenn ich das Ganze skalieren muss? Ist jetzt für das Programm kein Problem mehr. Ich kopiere diese zwei Freunde und sage hier zum Beispiel FF1, aber mit was machen wir es? Mit 1,35p und den anderen machen wir auch mit 1,35p. Und da sagen wir jetzt einfach hier hinten, klar, ich möchte die Formfindung mit einem Faktor machen, zum Beispiel 1,35, kann der andere genauso sein. Das Programm ist da offen für sämtliche Einstellungen. Wichtig ist mir einfach nur, damit Sie sehen, man kann jetzt praktisch diese Formen nicht bloß zusammenbauen wie Legos mit Lastfällen, sondern ich kann die auch noch skalieren mit Teilsicherheitsfaktoren, damit man da einfach jegliches Spiel umsetzen kann, was da so in der Praxis auf uns zukommt. Schauen wir uns mal die Formen an, was da jetzt rausgekommen ist. Das ist einerseits hier mal die Formfindung mit der Eigengewichtsbelastung. Da kann man schon sehen, die Formfindungseingabe, die Last ist auf 2,70, also die 0,2 mal 1,35, die 0,70. Entsprechend haben wir auch eine Verschiebung mit 270 mm und eine Kraft von 0,31 kN. Das gleiche Spiel für die Dreieckige. Also sowas ist auch möglich jetzt und das Programm gibt Ihnen da sämtliche Macht über diese ganzen Werkzeuge. Dann geht es natürlich weiter. Wenn man jetzt mit verschiedenen Formen hantiert, kommt natürlich auch weiter der Wunsch oder die Notwendigkeit, dass wir auf diese Formen irgendwelche weiteren Zusatzlasten aufbauen müssen. Erzeugen wir uns eine und spülen wir das mal ganz durch. Nehmen wir da einfach mal eine Nutzlast. Ach, Q. Ich gebe dir jetzt die Kategorie, die rote hier, damit wir es visuell schnell sehen. Und bringen da zum Beispiel 5 kN pro Meter auf. So, 5 kN und selektieren wir das und dann haben wir praktisch hier die 5 kN drauf. Würde ich den Lastfall jetzt blank rechnen, machen wir das mal, dann rechnet das Programm den mit der 10 Meter langen Seilgeometrie, das was wir initial eingegeben haben. Kann man auch hier wieder sehen, ursprüngliche Form ist gerade. Ja. Also da nicht verirren lassen, das ist nicht, ich sag mal, Generation alt, sondern Generation neu, wo wir uns als Statiker darum kümmern müssen, auf welche Form wollen wir das aufsetzen. Und das kann man jetzt wieder, wie vielleicht vermutet, in den Last-Kombinationen machen. Wichtig hier ist nur, dass Sie sehen, es gibt jetzt eigentlich bei den Lastfällen immer diese Anfangszustände, so wie auch bei den Lastfallkombinationen. Und das ist der Schlüssel dazu. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier sagen, wir wollen eine neue Lastkombination haben, geben wir dir den Namen zum Beispiel Q auf FF1, dann müssen wir hier sagen, bitte nutz uns die Form FF1. Und belaste das mit G, P und Q. Das gleiche können wir natürlich machen, kopieren wir den Fall Q auf FF2, indem dass wir einfach hier sagen, nein, hier haben wir nicht das G drin, sondern die Punktlast und vorne nehmen wir die Form 2. Und wenn wir jetzt praktisch die 2 berechnen, dann nehmen wir die Form, was wir vorher ermittelt haben und setzen die 5 kN drauf. Ja. Das heißt, jetzt, da haben wir, ich sag mal, schauen wir auf die Form 1 mit der Zusatzbelastung, haben wir jetzt eine Verschiebung, nicht mehr 200, sondern 629, die ging von der Anfangsposition aus und entsprechend nicht mehr diese 0,4 kN, sondern ab 100 kN. Also man kann jetzt praktisch Zusatzlastfälle, die sich ergeben auf unserer statischen Notwendigkeit, dass wir das einfach rechnen müssen, kann ich auf die verschiedenen Formen aufsetzen. Ich muss einfach nur organisieren, auf welche Form.
FF1 oder FF2. Das haben Sie jetzt selbst in der Hand. All das funktioniert eigentlich sehr gut. So, und das bringt mich jetzt eigentlich ans Ende von dieser ganzen Diskussion, dass wir eigentlich auch jetzt festlegen müssen, was ist die Empfehlung von Clubal? Wie soll man eigentlich da mit der ganzen Geschichte jetzt umgehen? Und wenn man da, wenn ich da Empfehlung ausspreche, empfehle ich jetzt eigentlich, jetzt machen wir den ganzen Zooms so gesehen wieder weg. Und auch bei den Lastfällen hat man ja nicht immer, ich sag mal, diese Logik zum Erklären, sondern ich habe zum Beispiel standardmäßig G, P und den dritten löschen wir weg. Kann man sich so als Standardsituation vorstellen. Dann würde ich empfehlen, bitte erzeugen Sie sich Ihre Statik um die Form wie folgt, indem dass wir den Assistenten die Kombinatorik aktivieren und dann sagen wir praktisch, wir erzeugen uns eine Form. Da haben wir zum Beispiel, die Form basiert in meinem Fall jetzt auf G plus P. Ich sag mal, addiere mir hier einen Lastfall. Den nenne ich jetzt einfach hier Form. Muss man noch aktivieren. Und dem gibt man den Typ Vorspannung. Und jetzt haben wir eigentlich so die Basis geschaffen, damit wir die Kombinatorik füttern können. Wir sagen lediglich jetzt noch bei den Einwirkungen, bei der Vorspannung musst du eigentlich die Form nicht mitkombinieren. Und dann weiß die Kombinatorik jetzt, wenn wir den Kombinationsassistenten hier haben, was zu tun ist. Er soll einerseits mir für ULS und SLS-Zustände die Kombinationen schaffen und soll mir als Anfangszustand grundsätzlich immer die Form vom LF5 zuordnen. Wenn ich das jetzt hier mache, klar, ihr will jetzt hier noch Newton raffsen und dann können wir praktisch in die Lastfallkombinatorik gehen und kriegen entsprechend hier die skalierten und nicht skalierten Glaskombinationen, wo jeweils immer der LF5 drin ist und hier entsprechend auch die Lasten definiert sind. Bei diesem Anfangszustand muss man natürlich noch wissen, wenn wir uns jetzt den mal hier anschauen, er übernimmt standardmäßig diesen LF5, was wir ja definiert haben, und das heißt, er übernimmt den Endzustand. Und der Endzustand ist, stellen Sie sich das so vor, das ist immer die Geometrie des Netzes, also schon das Verschobene plus die Schnittgrößen. Und die Lasten, damit sich die Form auch aufgrund dem Ganzen bilden kann, muss ich entsprechend hier über diese Lastfälle zusammenbauen. Und damit kriegt man eigentlich alles, was wir brauchen, und ich kann entsprechend erst die Form rechnen und dann die komplette Kombinatorik. Und kann dann Bauteile mit einer gefundenen Form weiter belasten. So, damit bin ich eigentlich mit dieser ersten Einführung durch, wo ich Ihnen so diese ersten Hauptfeatures gezeigt habe und möchte jetzt eigentlich auf ein nächstes Beispiel gehen. Und das nächste Beispiel wäre, sprich kein Seil, so, jetzt gehen wir hier auf dieses Modell, sondern ein Modell, was die Form ohne irgendwelche Eigengewichtszustände entwickeln kann. In dem Fall habe ich jetzt hier typischerweise so ein Segel. Man kann sehen, wir haben hier einen Eigengewichtslastfall. Machen wir mal die Ergebnisse aus, dann kann man schöner sehen. Wir haben einen Vorspannungslastfall, wo praktisch jetzt als Flächenlast die Formfindung definiert ist in X und Y. Und wir haben dann natürlich irgendwo eine Nutzlast oder Schneelast, die da drauf gesetzt wird. Und wenn es jetzt wieder um die Frage geht, wie kann ich sowas denn in dem Programm umsetzen, dann geht man wieder, wie vorhin auch, in die komplette Lastfallsteuerung und sagt, okay, jetzt muss ich mir bei den Lastfällen ja keine Form mehr generieren, weil der P eigentlich alles beinhaltet, damit die Form so kommt, wie ich die will. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt hier in die Bemessung, ich gehe in die Basis, schalte diesen Assistenten scharf, damit ich nicht alles einzeln machen muss. Was ich auch immer noch machen würde, ich würde diese Freunde alle auf
zu berechnen abschalten, damit ich nicht die Einzelergebnisse bei alles berechnen bekomme. Gehe auf Bemessungssituation, gehe in den Assistenten rein und sage, bitte ordne mir als Anfangszustand immer den P als Form zu und okay. Und wenn wir die Lastkombination reingehen, haben wir den P da drin und wir können entsprechend mit alles berechnen, zuerst die Form entwickeln und dann praktisch wieder die ganzen anderen Zustände errechnen. So, damit bin ich eigentlich jetzt so durch, das kann man jetzt ja auch sehen, schauen wir uns mal, ich sag mal, das ist die reine Form, waren 3 kN in X und Y angesetzt, dann haben wir zum Beispiel den charakteristischen Zustand, wo wir leicht Eigengewicht noch mit drauf gesetzt haben, deswegen haben wir schon eine Variation und dann zum Beispiel noch mit dem Schnee drauf und kommen sehen, okay, da müssen wir vielleicht nacharbeiten, da kommen wir schon auf 0 runter. Gut, damit haben Sie gesehen, einen Typ, wo die Form abhängig zum Beispiel von einem Gewicht ist, bei den Seilen, und dann einmal, wo die Form abhängig ist von der reinen inneren Spannung und wie man mit verschiedenen Formen oder wie man verschiedene Formen in einem Modell erzeugen kann. Und jetzt möchte ich gerne dieses, ich sag mal, Know-how oder Wissen an einem Modell anwenden, wo man einfach sagen, was passiert denn, wenn ich Form auf Form simulieren möchte. Und dazu machen wir das mal zu. Und ich habe jetzt hier ein kleines Modell vorbereitet. Sprich, das wäre so mein nächster Step, wo wir einfach sagen, ich habe jetzt mir Gedanken gemacht, wie kann ich Ihnen das zeigen? Und Form auf Form, das kommt, ich sag mal, in der Praxis doch vor, denke ich. In dem Fall haben wir so ein Stadionsegment. Man kann sehen, das obere Bild ist ein 15-Grad-Segment von diesem Stadion und da hat man zuerst, ich sag mal, so einen Standard-Stahlbau, wo man so diese Stützen aufstellt, die abspannt, mit dem Zugring aufspannt, die stehen dann, die müssen ihre Form wissen und dann setzt man die Membran auf dieses, ich sag mal, aufgespannte Stahltragwerk ein. Und diese Technik, was jetzt in RFM6 vorliegt, können Sie wirklich super für das Ganze nutzen. Man kann das auch staffeln aufeinander. Also ich muss nicht nur Formen nebeneinander, sondern auch aufeinander kann ich rechnen. Und deshalb bauen wir jetzt zuerst mal den oberen Teil und dann schauen wir später noch auf den unteren Teil, wenn wir den Wind berechnen müssen. So, damit springe ich wieder in das RFM, machen wir uns ein neues Modell auf. Da nehmen wir jetzt hier ST2 und definieren uns die Aufgaben. Die Aufgaben sind ganz klar, wir wollen Formen suchen, also aktivieren wir uns die Formfindung und wir wollen Formen staffeln, also aktiviere ich mir die Analyse von Bauzuständen. Und mit OK gehe ich weiter und dann kommen wir natürlich hier wieder in unser leeres Modell, wo wir jetzt beginnen können, diese Geometrie von den Stadien reinzubringen. Klar, ich kann jetzt die Knoten mit x, y, z definieren, möchte ich gar nicht. Ich habe mir da einfach für sowas eine DXF vorbereitet, kann die als Hintergrundfolie einlesen, hole mir die einfach hier über Basisgeometrie V2, kann schon sehen, man kann das in der Vorschau sehen, diese DXF. Klar, die liegt jetzt noch auf xy, weil die so entsprechend im AutoCAD gezeichnet ist, also machen wir hier noch die 180 und entsprechend sitzt die jetzt in der richtigen Ebene und damit man die noch sieht, müssen wir die hier noch auf aktiv setzen. Damit haben wir jetzt eigentlich schon mal alle geometrischen Abmessungen für dieses 15 Grad Segment. Und man kann das natürlich jetzt hier so rein strategisch sehen, wir haben hier diese Tribüne, damit man weiß geometrisch, wo wir sind. Dann haben wir hier diese Mastkonstruktion mit der Abspannung entsprechend und dann die eingehängte Membran. Und damit man jetzt hier anfangen kann, müssen wir natürlich entsprechend hier mal die Stäbe reinmachen. Ich will jetzt das nicht alles direkt, ich sag mal, auf die Pike bemessen, sondern einfach nur zeigen, wie man da losgeht. Also nehme ich jetzt hier einen Typ Balkenstab, nehme hier einen Querschnitt und starte mal mit dem Querschnitt
Meter Durchmesser mit 10 mm Wandstärke und ordne demnach das Material S355 zu, Stahl S355, und dann können wir das entsprechend in dem Modell platzieren, hier durch direktes Picken auf die DXF-Folie. Und jetzt braucht man natürlich hier noch so eine Rückenstütze, die gelenkig unten anschließt. Also nehme ich hier einen neuen Stab. Gelenke braucht man hier auch. Querschnitte können wir hier noch wählen. Nehmen wir hier einfach ein bisschen einen kleineren Durchmesser, zum Beispiel 600 auf 10. Okay, und bei den Gelenken sagen wir einfach am Anfang, machen wir hier ein Standardgelenk um Y und Z. Und dann platzieren wir die Geschichte einfach hier auf diese Knotenpunkte. Damit haben wir eigentlich die Balkenstäbe schon drin. Jetzt brauchen wir dann die Seilstäbe. Und die Seilstäbe, da ist jetzt schon wichtig, diese Spreizung von diesem Segment. Damit ich die überhaupt entwerfen kann, brauchen wir einen Mittelpunkt von den Stadion. Also nehme ich diesen Punkt, kopiere ihn in die Mitte. Das waren, glaube ich, jetzt, wir haben 288 Meter in der Breite. Also nehme ich hier die Hälfte, 144 Meter nach rechts. Okay, dann haben wir hier unseren Mittelpunkt. Und jetzt können wir einfach sagen, klar, da haben wir einen Punkt, da haben wir einen Punkt, da haben wir einen Punkt. Diese drei Punkte rotieren wir jetzt einfach durch Kopierstellen um 7,5 Grad nach in eine Richtung um die globale Z-Achse mit Anwenden, und dann machen wir einfach mit minus 15 Grad zurück, und dann haben wir entsprechend hier diese äußeren Berandungspunkte. Die unwichtigen können wir entsprechend schon löschen, das wäre jetzt zum Beispiel der, der und der. Und jetzt können wir beginnen, ich sag mal, für dieses erste Tragwerk die Rückhalteseile einzubauen. Ich nehme entsprechend hier einen neuen Stab, gehe hier auf Seilstab, nehme Querschnitt, starten wir mal mit dem Durchmesser. Also mir geht es jetzt hier rein um diese Steifigkeit von diesen Stäben, mit einem äquivalenten Durchmesser von 80, und platzieren wir das praktisch jetzt hier im, von da nach da, und das gleiche von da nach da und zum Stützenkopf. Nach vorne haben wir ein bisschen kleinere Seile, da müssen wir nicht ganz so dicke einbauen. Da können wir jetzt auch 30er nehmen, damit wir von der Steifigkeit ein bisschen darunter kommen. Entsprechend nehme ich hier wieder Stabtyp Seil, habe den Querschnitt, gehe hier auf den massiven Querschnitt und nehme hier zum Beispiel einen 30er. Okay, und dann wähle ich das Seil vom Stützenkopf auf die andere Seite und dann springen wir wieder zurück zum hinteren Punkt, die Stabilisierungsseile. So, dann wären wir im Grunde fast schon fertig, allerdings ist es noch nicht tragfähig, dieses Segment, weil man natürlich hier vorne die diese Spitzen natürlich nur halten können, indem wenn wir diesen Zugring installieren. Und der Zugring hat natürlich jetzt ein Paket an Seilen, und ich nehme jetzt hier einfach als Steifigkeit einen relativ dicken Klöpper hier mit rein. Da nochmal einen anderen Querschnitt, damit wir da entsprechend ein bisschen die Masse mit reinkriegen, und platzieren wir das hier zwischen diese zwei Knoten. So, damit wir später hier anschließen können, teile ich diese noch, und damit wären wir eigentlich mit der Eingabe der Stäbe für dieses erste Formentragwerk fertig, und wir müssen uns nur mehr um Randbedingungen haben, weil sonst wird es nicht halten, hier sind nur lauter Seile. Die Randbedingungen sind jetzt natürlich die statischen, relativ einfach. Das hier hinten wird natürlich irgendwo mit dem Boden verankert, gelenkig. Und hier vorne müssen wir den Zugring simulieren. Ich stelle mich jetzt gerne hier von oben drauf, schaue von oben drauf und setze mir entsprechend hier ein gelenkiges Lager oder eigentlich bloß ein Lager in Seilrichtung. Natürlich muss ich die Winkelrichtung damit reinbringen, also drehen wir das hier noch um 7,5 Grad.
Ich brauche natürlich den Gegenspieler mit minus 7,5 Grad auch. Und dann können wir eigentlich den schon setzen, hier am oberen Ende. Und am unteren Ende müssen wir natürlich das entsprechend auf die Nummer 7 wählen. Damit hätten wir letztendlich jetzt geschaffen, dass wir so ein kleines, ich sag mal, individuelles Tragwerk mit einer rotationssymmetrischen Lagerung modelliert haben. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, dass man sagt, wir brauchen jetzt endgültig eine Form, die unter Spannung steht, die tragfähig ist, und in die hängen wir dann später die Membran ein. Ja, wenn es um Formen geht, habe ich ja vorhin schon gezeigt, führt nichts anderes um die Situation, dass wir eigentlich hier einen Vorspannungslastfall brauchen. Den machen wir uns einfach jetzt hier auch, indem dass wir hier sagen, Vorspannung, ups, wieso nimmt man das nicht an? Ja, und definieren uns auf diesen Seilen entsprechend eine Formbindungsbedingung. In dem Fall gehe ich auf die Stablast, Typ Formbindung. Nehme jetzt hier, weil ich gar keine Kraft direkt vorgeben will, ich will aus der reinen Geometrie die Kräfte bekommen, geometrisch mit der Länge 100% Aufzug und wähle entsprechend hier meine betroffenen Seile und bestätige das Ganze. Damit sind wir eigentlich jetzt hier fertig und wir könnten, wenn ich es mache, wie vorhin, in die Lastfallsteuerung reingehen und eine Kombination machen mit G und P. Möchte ich aber nicht, sondern mein Vorhaben ist ja, ich möchte in diese Form später was Neues mit einbauen. Deswegen erzeuge ich mir jetzt einen Bauzustand. Ich sage jetzt einfach hier, das ist die Form 1. Und da sagen wir, die Form 1 besteht aus den Stäben und Knotenlagern, die wir hier zuordnen. Wir haben diese Stäbe und wir haben diese Knotenlager. Damit wären wir eigentlich von der Orga so weit durch, dass wir wissen, dieser BZ1 beinhaltet diese Stäbe und in der Lastfallsteuerung müssen wir jetzt sagen, der BZ1 Bauzustände soll sich bilden über G und P, das gleiche wie die Lastkombination. Und damit wäre der fertig und ich könnte den berechnen und das Programm macht jetzt nichts anderes, wie dass es sagt, für diese Stabselektion machen wir eine Formfindung, kriegen da entsprechend leicht durchgekrümmte Seile raus, kriegen entsprechend Kräfte raus, alles soweit gut. Klar, man kann jetzt optimieren, wenn man das möchte, aber mir geht es jetzt eigentlich darum, wie können wir jetzt auf diese Form eine weitere Form aufsetzen. Und das machen wir jetzt, indem dass wir jetzt erstmal die Elemente modellieren. Also sprich, ich lösche jetzt das Netz hier wieder und dann sagen wir, jetzt modellieren wir den zweiten Teil. Ich setze die Geometrie hier aktiv und hole mir jetzt praktisch einfach die Membran mit rein. Man kann schon sehen, die Membran hängt damit drin, wir haben da so gekrümmte Formen, aber das ist die Aufgabe von Formfindung, die müssen wir gar nicht exakt erfüllen, bloß ungefähr. Deswegen sage ich, die Membran knüpft jeweils nur an diese Punkte hier an. Da oben, ich sag mal, versuche ich jetzt einfach durch einen kleinen Bogen das nachzusimulieren, wobei der Bogen völlig egal ist, wo der sitzt, weil die Formfindung des Saison entsprechend platziert. Mir geht es nur darum, dass die Linie nicht exakt auf dem Spannseil hier liegt und auch hier vorne. Und zu guter Letzt haben wir noch, ich sag mal, ein Seil in der Membran und da nehmen wir einfach das Lot. So, und dann haben wir eigentlich schon diese Begrenzungslinien für diese linke Membran. Ich mache hier einfach wieder diese Hintergrundfolie deaktiv und setze jetzt auf diese Begrenzungslinien entsprechende Seile auf. Mal hier Linie bearbeiten, nehmen wir hier Stab, gehen wir hier auf Seil, Querschnitt. Und nehmen wir zum Beispiel hier 20er Durchmesser als effektive Steifigkeit. So, damit
hätten wir das auch mit drin. Und jetzt können wir noch zu guter Letzt die Membran mit einhängen. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Drahtmodell, weil man es einfach schöner sieht. Und die Membran, man kann schon sehen, die Flächen sind nicht eben, deswegen gehe ich hier auf die Quadrankelfläche. Die lässt mich einfach ein Anfangsmodell definieren. Ich gehe hier auf Typ Membran, gehe hier jetzt in die Bibliothek. Was wir da neu gemacht haben, wir haben jetzt so, ich sag mal, einen Standardwertesatz von Geweben und Folien damit eingespeist. Also ich kann jetzt zum Beispiel ein Glas PTFE mit Typ 3 nehmen, habe dann, ich sag mal, einen Durchschnittssatz an Steifigkeiten und Tragfähigkeiten da drin. Er setzt mir das automatisch auf eine effektive Dicke von 1 mm und wir können diese Membran oder dieses Gewebe entsprechend hier zwischen diese Seile platzieren. So, wenn wir es jetzt natürlich ein bisschen schattieren, kann man auch sehen, wo das liegt. Und dann holt man das einfach durch Spiegeln auf die andere Seite. So, dann haben wir das eigentlich da drin. Und wir nehmen den Spiegelbefehl Kopie erstellen in der XZ-Ebene. Ja, spiegeln wir das Ganze. Und dann kriegen wir das auf die andere Seite. So, dann können wir eigentlich fast direkt wieder weitermachen. Wir müssen uns nur wieder um die Randbedingungen kümmern. Klar, dieses Membransegel wird hier unten gegen den Boden verankert. Und damit wir diese Rotationssymmetrie von diesem Stadiumcharakter mit dem Zugring wieder reinbekommen, müssen wir natürlich irgendwo auch diese Randanschlussnaht stützen in Y-Richtung, in dem Fall mit einer lokalen Achse. Und platzieren wir entsprechend hier diese Ränder. Da das ein bisschen unübersichtlich ausschaut, gehe ich immer gern her und sage hier einfach Typen für Linien, nehme ich grafisch weg, dann stört mich das auch nicht. So, dann braucht man natürlich noch Randbedingungen für die Formfindung. Ich nehme jetzt hier den Formfindungslastfall her und platziere einerseits die Vorspannung für die Membranen, Typ Formfindung, da kann man auch wählen, ob man Standard- oder Projektionsverfahren hat, Kraft oder Spannung, und setzt da entsprechend einfach mal 2 und 2 in X und Y an. Ich habe nicht mehr als 4 Flächen, also kann ich die einfach über alle drüber ziehen. Und dann haben wir noch diese Spannseile. Dann gehe ich einfach in die vordefinierte Selektion, Stäbe nach Querschnitt rund 20. Und dann können wir hier einfach sagen, bitte spann mir die Seile hier mit einer Wunschkraft, durchschnittlichen Kraft. Durchschnittlichen Kraft ist das, was ich möchte, aber vielleicht hier auch noch eine Neuigkeit. Sie haben jetzt für Stäbe noch WR-Formfindungsbedingungen. Sie können nach maximalen Kräften in Stäben suchen, nach minimalen Kräften, nach entsprechenden horizontalen Komponenten, nach dem Zug an dem Ende oder dem anderen Ende, Mindestzug an jeweiligen Enden oder der Kraftdichte. Mein Fall die durchschnittliche Kraft mit 50. So, ja, dann setzen wir das entsprechend hier auf und okay, dann müssen wir das auch drauf haben. Genau. Gut, dann können wir eigentlich schon wieder weitermachen. Sprich, wir haben die Geometrie jetzt definiert, der Elemente oder die Topologie, und jetzt können wir sagen, jetzt wollen wir die Form auf der Form machen. Da kommt der springende Punkt, sprich, ich erzeuge mir hier einen neuen Zustand, wo ich sage, Form 2 auf Form 1. Und hier sagen wir jetzt einfach, da haben wir natürlich noch Flächen und Linienlager, und wir, damit das Programm weiß, was jetzt dazugehört, fülle ich die Listen einfach auf, indem ich jetzt hier die Option Alle wähle. Es kommen nicht mehr Elemente dazu. Und bei den, ich sag mal, Lastbedingungen regelt sich es von selbst, weil das Programm natürlich weiß, die Form 2 basiert auf der Form 1 und als Last nimmt automatisch schon G und P mit rein, weil die schon als ständig beim ersten gesetzt worden sind. Wenn wir die natürlich jetzt rechnen, die Form 2 muss dann natürlich definitiv erst die erste rechnen. Und wenn er die erste hat, kann er auf die zweite umsteigen und die zweite rechnen.
Da ist natürlich ein bisschen mehr Verschiebung drin, weil man natürlich die Membran an die richtige Position, ich sag mal, bringen müssen. Also da verschieben sich die Elemente ein bisschen mehr durch den Raum. Aber generell hat man es jetzt geschafft, dass man das gestaffelt eingegeben hat und man kann sehen, wir haben da natürlich der Zugring, der übernimmt jetzt schon seine Kräfte und die Membran reagiert auch entsprechend. Man kann natürlich auch wechseln. BZ1 hat dann, kann man auch grafisch sehen, nur die Stäbe. Die anderen Linien haben null Ergebnis und erst mit der Zweier kommen wir dann auf die zweite Verwendung. Und hier haben wir dann entsprechend auch Schnittgrößen NX, wo die dann entsprechend hier nahe der 2 liegen, soweit er natürlich den Kompromiss eingehen kann. So, und dann sind wir eigentlich wieder so weit wie beim Seil später, dass wir irgendwie eine Statik rechnen wollen von dieser Form. Wenn man Statik rechnen will, dann müssen wir uns nochmal einen Zustand machen, neuer Zustand. Und dem geben wir jetzt einfach, wie sagen wir, den Namen Statik. Und jetzt können wir natürlich uns da eine Nutzlast generieren oder was auch immer, was man jetzt da aufsetzen will. Zum Beispiel, also machen wir hier Q und geben wir hier zum Beispiel wieder eine Dachlast an. Ne? Zack. Na. Und da sagen wir jetzt zum Beispiel, mal alles einblenden. Gut, Flächenlast projiziert zum Beispiel 20 Kilo. Dann platzieren wir das da drauf. Er muss natürlich die Ergebnisse, ach, das habe ich jetzt im falschen Lastfall gemacht. Kann man das nochmal rückgängig machen? Wir müssen das natürlich irgendwo bei dem Q-Lastfall machen. Genau, deswegen wollte ich die Ergebnisse löschen. Das war natürlich jetzt nicht gewünscht, projiziert. Okay, und dann haben wir die auch da drauf. Und jetzt kommt wieder der Punkt, den was ich eigentlich immer mache, wenn ich jetzt mit verschiedenen Formen und Lasten hantiere, ist die Frage immer, mit wem soll die Last zusammenarbeiten? In dem Fall gehen wir zu den Bauzuständen, sagen bei der Statik, die auf der Form 2, auf Form 1 basiert, hier bitte mit dem Q arbeiten. Der ist nicht ständig, sondern variabel. Und jetzt kommt natürlich wieder die Empfehlung ins Spiel, dass ich sage, arbeiten Sie immer mit diesem Wizard, der erzeugt Ihnen das eigentlich sauber. Wenn wir da reingehen, klar, das Programm erzeugt uns eine Kombinatorik, aber irgendwie ohne Zustände. Und das ist eigentlich nur der Grund, weil wir bei diesen Bauzuständen natürlich definitiv noch sagen müssen, komm Programm, bitte mach uns Kombinationen für die Bauzustände jeweils. Und der Wizard, der Assistent, muss auch wissen, bitte mach das für die Bauzustände mit dem Newton-Raphson-Verfahren. Und wenn ich jetzt auf die Lastkombinationen klicke, ohne großes Hickhack, hat er uns entsprechend für BZ1, BZ2, BZ3, beim BZ3 haben wir 2, einmal nur mit G und P und mit G, P und Q, die Lasten mit den entsprechenden Zuständen definiert. Man kann das jetzt hier zum Beispiel schön sehen. Hier rechnet er das Ganze mit dem Bauzustand 3 auf der Form 2 auf 1. Ne? Und so kann man entsprechend die Statik rechnen. Das Einzige, was ich immer gern mache, wie gesagt, das habe ich vorhin auch schon gemacht, die schalten wir aus, die wollen wir gar nicht haben. Und wenn wir jetzt praktisch hier auf alles berechnen gehen, dann erzeugt uns das Programm entsprechend die Ergebnisse auf Basis all dieser Einstellungen. So, Sie sehen, der Computer rechnet immer so viel gleichzeitig, wie er Prozessoren im Kasten drin hat. Natürlich auch immer mit der Hierarchie, wer auf welchem Bauzustand ist. Also sprich, wenn er irgendeinen gewissen Bauzustand als Basis für irgendwelche Kombis braucht, kann er natürlich jetzt nicht mit LK4 anfangen, wenn da der BZ3 noch nicht gerechnet ist. Deswegen rechnet er dann immer praktisch die, was er da gerade jeweils überhaupt rechnen kann. So,
Jetzt kommt er entsprechend hier langsam zu Potte. Die, was er fertig hat, macht er mit Haken. Man kann natürlich jeden einzelnen selektieren und die kompletten Diagramme entsprechend hier sehen. Also das ist immer ein Diagramm für den ausgewählten Lastfall. Und dann glaube ich, haben wir es gleich. Und wenn wir das Ergebnis dann haben, dann geht es natürlich weiter, dass man einfach mal einen Überblick sich schaffen muss. Was habe ich für Querschnitte drin? Muss ich da was anpassen und so weiter? So, jetzt kriegen wir natürlich hier eine verwegene Grafik. Klar, lassen würde ich jetzt mal abschalten, aber generell können Sie jetzt je nachdem sehen, ob Sie jetzt einen Zustand für BZ1 oder BZ2 wählen, dass man entsprechend je nachdem, was man wählt, dann auch die jeweiligen Elemente eingeblendet bekommt mit den jeweiligen Kräften. Und wie ich gerade gesagt habe, wenn man natürlich jetzt dann weitergeht und sagt, jetzt müssen wir uns einen Überblick über die Querschnitte machen. Dann kann man natürlich jetzt hier in die Basisangaben gehen, eine weitere Aufgabe zuschalten, zum Beispiel die Spannungsdehnungsberechnung. Und gehen wir mit OK weiter. Dann bedeutet das für das Programm, klar, wir haben hier die Aufgabe gesetzt als Spannungsdehnungsberechnung. Und jetzt kann ich dann sagen, klar, ich möchte zum Beispiel jetzt die Stäbe und Flächen irgendwo mal gegenchecken. Gehen wir rein, was möchte man checken? Bei den Stäben bietet er uns jeden Spannungsanteil einzeln an. Für mich, ganz ehrlich, reicht die Sigma-Vergleichsspannung nach Mises, soll er checken mit der Grenzvergleichsspannung der jeweils zugeordneten. Und bei den Flächen kann man natürlich ähnlich das machen, dass man einfach hier sagt, ich brauche da jetzt nichts nach Mises machen bei den Membranen, aber ich könnte zum Beispiel die Spannung in X und in Y mit einer benutzerdefinierten Spannung vorgeben, zum Beispiel ganz fiktiv 35 und 25 zum Beispiel, und anwenden. Dann hat praktisch das Spannungsdehnungsprogramm seine Limits drin. Und wir können das entsprechend rechnen und kriegen dann hier einerseits die Vergleichsspannungen sowie auf der anderen Seite die Grenzauslastungen. So, der zeigt uns das natürlich auf der Geometrie, auf der Anfangsgeometrie an, weil da verschiedene Zustände zusammenkommen. Aber was eigentlich doch interessant ist, wenn wir jetzt nur die Stäbe uns darstellen, kriegen wir die natürlich als Auslastungsdiagramm entsprechend hier heraus. Machen wir mal Drahtmodell, sieht man, okay, da hinten müssen wir noch arbeiten, bei den oberen vielleicht ein bisschen. Kriegt man natürlich hier auch als Stabergebnis, als tabellarisches raus, dass man hier sagt, Spannungen stabweise oder querschnittsweise ist eigentlich immer gut. Und man sieht, wer da hapert, bei den Flächen das Gleiche. In X und in Y, was wir halt eingestellt haben, kann man als Auslastung oder als Spannungsdarstellung bekommen. Und so kann man sich praktisch da rantasten, wo man liegt. Wenn es dann natürlich weitergeht um die Doku, bietet das Programm natürlich auch eine Ausdruckprotokollumgebung an. Sowas kann man dann auch dokumentieren. Sie sehen da auch, wenn man so eine Dokumentation aufbaut, gibt uns das Programm eigentlich alle Kapitel an, was wir so eingegeben haben, Modell, Basisangaben, Typen für Knoten, Linien und so weiter. Auch die Spannungsnachweise sind entsprechend hier erwähnt und da kann man natürlich sagen, was man da auch dokumentiert bekommen will. Zum Beispiel Spannungen und Stäben querschnittsweise ist ja gut. Bei den Flächen würde ich einfach hier sagen, flächenweise. Ja, und dann lässt man sich das entsprechend auch darstellen und bekommt dann, ich sag mal, ein
Tabellendokument. Ja, ein sauber, wirklich schön aussehendes Dokument, was hochwertig ausschaut, was man eigentlich auch gut verkaufen kann an seine Kunden. Mit Übersichtsgrafik, Inhaltsverzeichnis, ein lebendiges Inhaltsverzeichnis. Sobald ich was verschiebe, ist es natürlich, schiebt sich's mit. Eine Darstellung, welche Querschnitte ich drin habe, welche Seile, welche Flächen. Also alles ist eigentlich da sauber, wie wir es eingegeben haben, auch drin. Die Bauzustände, auch bei den Spannungen, was wir gerade gesagt haben, diese Tabelle querschnittsweise für die Flächen mit Haken, alles dran, kriegt man eigentlich da ausgegeben. Wichtig ist auch, gleichzeitig ist das Programm offen. Ja, wir können gleichzeitig arbeiten. Und jetzt sagen wir natürlich klar, ich möchte jetzt eigentlich meinem Kunden da auch eine Grafik geben, dass man einfach zeigt, schau mal, wir müssen da bei den Querschnitten noch was machen, so funktioniert es nicht. Also kann ich das natürlich jetzt hier ins Protokoll drucken, in das Ausdruckprotokoll drucken, habe hier dann auch beim Drucken eine Voransicht, kann hier sagen, wie fensterfüllend die Höhe, zum Beispiel die Hälfte der Seite, und kann dann klar hier das ins Protokoll übernehmen. Das gleiche können wir natürlich jetzt hier auch für die Flächen machen, für die X-Richtung, schauen wir zum Beispiel von oben drauf, nehmen wir Werte an Flächen mit rein. Hier bei den Flächen kann man auch sagen, kommen nur die Extremwerte, dass wir die halt entsprechend hier haben, und gehen wir auf Drucken und lassen wir solche Grafiken auch mit drucken und auch zum Beispiel für die Y-Richtung drucken. Und wenn es dann gut ist, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich die Grafiken drin, dann geben halt wieder in die Doku rein. Also er springt uns entsprechend auch wieder in die Doku rein. Ich habe dann auch hier meine Grafiken. Er baut es, glaube ich, gerade noch auf. So, jetzt müssen wir es kriegen. Genau, dann haben wir auch diese Grafiken drin. Wenn man sieht, okay, das Panel stört jetzt, das hat er natürlich super toll gemacht, dann geht man halt in die Eigenschaften und sagt hier, Panel soll außerhalb des Grafikbilds sein, dann kriegt man da auch wieder saubere Grafiken, die nichts überdecken. So, klar, man kann sich jetzt da natürlich alles vorstellen, was man da machen kann. Weiter geht es natürlich, wenn man irgendwie noch Baubeschreibungen oder was hat, kann man natürlich auch jederzeit irgendwo PDFs mit einfügen. In dem Fall zum Beispiel habe ich da ein PDF von der Webseite gemacht, von den Antonio Farach, seiner Webseite, wo er im Endeffekt schön dieses Stadion erklärt, auch vom Tragwerk her. Und da hat man halt auch solche Skizzen im Protokoll, wo man das einfach sauber nutzen kann und sieht, wie das funktioniert. Und dann kann man das natürlich zumachen und weiterarbeiten und dann eigentlich sein Tragwerk fertigstellen und weiter dokumentieren. Zu guter Letzt möchte ich natürlich das ganze Ding jetzt abschließen. Ich habe didaktisch das so gewählt, dass ich eigentlich an dem kleineren Tragwerk die Bemessung zeige, weil man es einfach viel schöner darstellen kann. Klar können Sie es natürlich auch am Großen machen, aber wenn man jetzt natürlich die komplette Berechnung anschaut, hat man nicht nur ein Gewicht auf der Membran, sondern ich sage mal auch ein horizontales Lastschema drauf, den typischen Wind. Und der macht es natürlich schwierig, wenn man jetzt hier so einen Bauzustand hier sich sieht, da nach einer Norm einen Wind aufzubringen, weil man einfach das Thema hat, dass man nicht weiß, wie das Ganze ausschaut. Deswegen ist da schon das Thema, ach, da wollte ich hin, ne? Dass man irgendwo jetzt überlegt, wie kann ich jetzt so eine komplexe Geometrie mit Wind belasten, und da ist, wenn es kein Schema gibt, dann kann ich eigentlich bloß den Weg gehen, dass ich es irgendwo in einen Windkanal stelle, realen oder numerischen. In unserem Fall bieten wir den numerischen Windkanal an, aber da muss ich natürlich jetzt direkt, ich sag mal, den Einspruch erheben, das kann ich nicht mit einer rotationssymmetrischen Lagerung machen. In dem Fall braucht das Programm natürlich das exakte Aussehen des Modells. Also sprich, wir würden jetzt praktisch hier dieses Modell nehmen, ja, und rotieren. In dem Fall hätten wir, ich sag mal,
notiert, 23 Segmente, 15 Grad, um die Z-Achse, um diesen, ich sag mal, globalen Punkt, ja, kriegen wir den dargestellt, genau, und entsprechend, jetzt machen wir es bloß nochmal, rotieren, 23 um die 15 Grad, um die globale Z-Achse. Und was hier wichtig ist, dass man sich einfach die Belastung mitnimmt und dann kann man sich ein Modell schaffen, was letztendlich für so eine numerische Windanalyse wichtig ist. Und Sie sehen, das Programm ist direkt bereit, sowas auch dann entsprechend darzustellen. Klar kann man hier auch die Zustände wieder rechnen und dann sich die Lastfälle vervollständigen. Und das Ganze möchte ich Ihnen noch zeigen, wie man sowas machen kann. Da so eine Berechnung ein Weilchen dauert, ich sage mal 10 Minuten, die will ich Sie jetzt nicht warten lassen. Deswegen habe ich letztendlich dieses Beispiel schon vorbereitet. Das Einzige, was ich jetzt geändert habe, mir sind ja irgendwo an dem Punkt hier gewesen, die Lastfälle. Ich habe in den Basisangaben neben den bereits getätigten Aufgaben Spannungs-Sinus-Analyse, CSA, Formfindung, jetzt noch die Windsimulation aktiviert. Und mit Windsimulation bekommen wir weitere Knöpfe zugeschaltet. Das Programm mutiert praktisch. Das heißt, man kann es hier schon sehen, beim Analysetyp ist da so ein brauner Punkt mit drin. Und das schauen wir uns einfach jetzt miteinander an. Also sprich, wenn ich die Notwendigkeit habe, für so ein komplexes Tragwerk mir irgendwo Lasten zu rechnen, dann können wir praktisch in den Lastfällen jetzt eine Windanalyse mit aktivieren. Das bedeutet, Sie machen sich einen Lastfall, wo man faktisch ganz einfach Statikanalyse auf Windsimulation umstellt und dann ändert sich hier dieses Schema und wir bekommen hier weitere Register, Windsimulation, Windkanal und so weiter. Damit das Programm natürlich auch hier weiß, habe ich Bauzustand 1, Bauzustand 2, Form 1, Form 2, kann man hier definitiv sagen, für welche Bauzustandssituation und für welchen Anfangszustand. Diese Formgeometrie geht dann entsprechend in den Windkanal. Bei der Windsimulation selbst muss ich natürlich sagen, wie ist das Medium? Ja, wie dicht, welche kinematische Viskosität, wie soll der Windkanal vernetzt werden und so weiter. Gleiches, was ist mein Eingangswind? Ja, den kann ich entweder benutzerdefiniert über eine Tabelle steuern oder ich kann den, also Höhe, Windgeschwindigkeit, Turbulenzintensität, oder ich kann nach einem Normschema das eingeben. Dann weiter ist noch die Frage, von welcher Seite kommt der Wind? Das machen wir um die Alpha-Richtung hier. Ja, in dem Fall habe ich jetzt 0 eingestellt, weil ich kreissymmetrisches System habe, kann man natürlich jetzt für alle 10 Grad, 15 Grad irgendwas rechnen lassen. Das sind einfach mehr Windlastfälle. Da gibt es auch einen Generator dafür, dass man das nicht manuell machen muss. Aber generell wird so funktionieren. Und zu guter Letzt, wenn ich jetzt dann auf Berechnen drücke, nimmt das Programm exakt den Bauzustand mit der Form in den numerischen Windkanal rein, in Erwind 2 und lässt die numerische Windanalyse laufen. In dem Fall ist es schon gerechnet, also wir haben hier unser Modell, ne? Und rechnet da natürlich entsprechend die Drücke um das Modell, ne? Das ist im Endeffekt so eine Volumen-Eb-Scheibe, dass wir sehen, wie das Volumenergebnis um das Modell ist. Das kann man natürlich in alle Richtungen entsprechend hier zehren. Dann, wie verteilt sich praktisch die Windströmung um dieses Modell, die Geschwindigkeiten. Dann weiß man auch entsprechend, in welche Richtungen der Wind weht. Und dadurch ergibt sich praktisch diese Strömung um dieses Modell, womit ich dann wieder von dem Programm auf die Drücke auf das Modell schließen kann. Und wenn man praktisch die Drücke auf das Modell hat,
Das müsste eigentlich der nächste Plot hier sein. Kann man sehen, hier haben wir klar Druckbereiche, hier hinten Suchbereiche. Diese, ich sag mal, Druckverteilung kann ich 1:1 auf das RFM-Modell übernehmen. Das wird auch in diesem Prozess dann 1:1 übernommen, wenn ich hier auf Berechnen drücke, und kann dann praktisch mit diesen Kräften auf meinem Modell wieder die Statikanalyse vervollständigen. Also eine Windanalyse ist faktisch immer eine CFD-Analyse plus eine anschließende Statikanalyse, und das funktioniert in einem Abwasch. Ja. Sie müssen eigentlich nur diese Randbedingungen geben, wie ist der Wind, wie ist das Eingangswindprofil, von welcher Windrichtung kommt das Ganze, und dann kriegt man faktisch, wenn wir diesen Windlastfall jetzt hier hernehmen, ja, wo sind wir, da müssen wir her, abbrechen, dann kriegen wir im Endeffekt hier diesen Windlastfall, und da haben wir natürlich auch den Windkanal statuiert. Da ist dann auch praktisch das Windprofil zu sehen, was wir angesetzt haben, und das Ganze resultiert dann in entsprechende, ich mache mal die Last weg, Kräfte in den Stäben plus entsprechende Kräfte in den Membranen. Und all diese Ergebnisse, ich sag mal, das könnten auch mehr Windlastfälle sein, die können wir dann mit der Kombinatorik wieder kombinieren und in diese Bemessung einspeisen und in die Dokumentation. Und damit möchte ich eigentlich ans Ende von meiner Webinareinheit kommen und übergebe wieder zurück an den Andreas. Ja, vielen Dank, Andreas, für diese ausführliche Präsentation. Wir haben das natürlich versucht, in so einem kurzen Zeitraum wie möglich zu fassen. Wem es zu schnell ging, wir haben ja das Webinar aufgezeichnet. Ich zeige das gleich auch nochmal im Anschluss, wo Sie dann die Aufzeichnung in den nächsten Tagen finden. Sie erhalten dann eine E-Mail. Und dann können Sie sich das alles in Ruhe nochmal anschauen, auch mit den Modellen. Bevor ich Ihnen das aber zeige, möchte ich Ihnen noch ein anderes, ja, kostenloses Tool in unserem Programm zeigen, was Sie auch gerne nutzen können, und zwar unser Global Sender. Das ist ja neu. Ich öffne das mal, ich schiebe das mal hier rein. Ja, wer jetzt schon mal damit gearbeitet hat, der kennt das schon, aber da möchte ich Sie auf das Konto hinweisen, mein Konto. Da erhalten Sie Nachrichten zum Beispiel. Sie haben Ihre Daten, Ihre persönlichen Daten, Ihre Unternehmensdaten mit allen Benutzern, Aktivitäten und so weiter, Ihre Lizenzen, die aktuellen Produkte, die Sie herunterladen können. Also das haben wir hier alles komplett neu für Sie aufgesetzt, dass Sie sämtliche Informationen finden. Hier noch ganz wichtig, also hier erstmal noch ältere Versionen und so weiter. Die Produkte, das sind die R20, das sind die neuen Produkte. R19, das sind die älteren, zum Beispiel R55 und R-Stab 8. Hier ist dann jetzt zum Beispiel die neue Generation, also immer die aktuellen Versionen, die Sie sich hier herunterladen können. Und ganz wichtig, der Punkt Entwicklung. Da sehen Sie, welche Features jetzt kürzlich implementiert wurden, noch offene Features, also sehen Sie, was in, ja, was bald hinein, hier hatte ich schon mal nach Wölbkraft gesucht, hier alle implementierte Features in R5.6, beziehungsweise das hier sind die offenen, da sehen Sie hier, was noch offen ist und was schon bearbeitet wird. Ja, hier können Sie gewünschte Features einreichen, wenn Sie zum Beispiel einen Wunsch haben, das und das fehlt mir noch im Programm, das würde ich gerne haben, können Sie das gerne hier einreichen. Genauso, wenn Sie einen Fehler finden, wo Sie denken, das passt da nicht im Programm, da stimmt irgendwas nicht, das können Sie dann alles hier einreichen. So, ja, dazu brauchen Sie einen Account. Wenn Sie noch keinen haben, können Sie den beantragen. Das ist kostenlos. Wie gesagt, nutzen Sie das gerne. Wir haben uns da viel Mühe gegeben, Ihnen das zur Verfügung zu stellen. Ich zeige Ihnen das Ganze auch nochmal auf der Webseite. Da kommen Sie über hier Ihre E-Mail und Ihr Passwort in dasselbe Global-Konto. Okay, als letztes zeige ich Ihnen noch kurz hier unter News und Termine, also erstmal global.com, dann News und Termine, Webinare. Da finden Sie hier die zukünftigen Webinare, und das zählt jetzt schon hier als stattgefunden, deshalb ist das weiter unten.
Also wie gesagt, Sie erhalten einen Link auf diese Seite. Da finden Sie dann hier die Aufzeichnung. Und wenn Sie weiter runter scrollen, die Präsentationsfolien. Ja, da sind jetzt noch hinten angehängt Folien, die Sie nicht gesehen haben, mit den ganzen kostenlosen Tools. Ich denke da an die Knowledge Base, unsere Statikmodelle zum Herunterladen und so weiter. Die finden Sie dort alle, also alles, was Sie praktisch gratis nutzen können. So, und dann werden Sie hier auch nochmal das Video sehen und die vorgeführten Modelle zum Herunterladen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich beim Andreas Niemeyer für die Präsentation, beim Stefan Hoffmann für die Beantwortung der Fragen. Da sehen wir den Andreas nochmal. Stefan schaltet sich auch nochmal zu. Ja, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Also ich fand die Präsentation von Andreas super, aber Sie können sich Ihr eigenes Urteil bilden. Können uns vielleicht auch ein kurzes Feedback geben, wenn Sie jetzt das Webinar beenden. Ist eine kleine Umfrage, dauert wenige Sekunden. Das sind bloß 4 Fragen, wo Sie kurz uns sozusagen Sterne vergeben. Also 1 wäre die schlechteste Bewertung, 5 die beste Bewertung. Ja, nehmen Sie sich bitte ganz kurz die Zeit, das ist wichtig für unser Qualitätsmanagement. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen restlichen Tag und vielleicht bis zum nächsten Webinar. Auf Wiedersehen.